So, um wieder ins alte Verfahren zu fallen. Willkommen zurück bei FIFA 14 Ultimate Team. Ja, letzte Folge haben wir 3-1 gewonnen. Und ja, jetzt müssten wir eigentlich im Achtelfinale sein, wenn ich jetzt nicht komplett behindert bin. Weil ich glaube, wir haben alle Gruppenspiele absolviert. Oh, der Yogi, der möchte einen neuen Vertrag. Ist ja Weltmeister, dann darf er den auch haben. Dann gucken wir mal, wen wir so finden. Die hat die Sahne gefressen. Hat ihr noch eine gefressen? War keine Creme. Ja, ich bin im Achtelfinale. Boah, ich bin ein Genie und der hat einfach mal eine 87er Bewertung, deswegen wird das voll Scheiß-Team sein. Ja, das war das Kack-Team. Oh Gott, ist das schlecht, Alter, ist Der das war jetzt scheiße. rechts. Keine Ahnung, weil der Barry auf den spielen lassen wollte, weiß ich ja nicht. Uiuiuiuiui. Ah. Naja, das heißt ja nichts, das Team, ne? Hat auch schon gegen bessere Teams gewonnen. Schade. Hätte ja cool sein können. Oh, das war direkt mal ein fataler Fehler. Oh, Junge, wäre der reingegangen, Alter. Das war voller Schüsse. Der Shaq Attack. Komm, Klose. Schade. Na. Muss ja irgendwie die Lücke finden. Na, das war abseits, ja. Okay. Das macht doch. Ich hasse Fliegen, ich verstehe die nicht. Was nützen die? Was bringt der Welt fliegen. Oh Gott, Shaqiri, du behinderter Lappin. Alejandro. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, aber ich lese echt nicht gern Bücher irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Bücherfan. Ich verstehe auch nicht die Leute, die dann irgendwie so 3 Stunden am Stück oder so lesen. Was ist denn daran so toll am Lesen? Verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Oder so Doku oder so eine Scheiße. Wie kann man denn daran Spaß haben? Meine Oma spielt so eine Kacke. Das war auch mal, das war das Beste. Da hatten wir irgendwie in der Schule damals so Wichteln gehabt. Also falls irgendjemand nicht weiß, was das ist, man zieht dann so einen Namen von irgendeinem Schüler und dem muss man dann irgendwas schenken. Keine Ahnung, wir haben so bis zu 5 € oder sowas gemacht. Und dann hatte so ein Weib hat eben mich gehabt und dann hat die mir einfach mal so ein Sudoku-Buch geschenkt. Was denkt die denn, was ich zu Hause mache? Ist sie denn behindert? Ich habe dann einfach Danke gesagt, habe es dann meiner Oma geschenkt, hat dann gesagt, dass es von mir ist. Er war ja auch quasi von mir, nur halt eben, ich habe es geschenkt bekommen. Naja. Sudoku-Buch schenkt die mir dann einfach. Gottes Willen. Dieselbe Person hat nochmal in der 6. Klasse oder so Nacktbilder gemacht. Vor allem in der 6., da will das echt jeder sehen. Die Fette? Ja, jetzt ja nicht mehr. Schade. Ja, das war ganz witzig. Wir hatten generell so, irgendwie war bei uns in der Klasse, habe ich so ein Gefühl, der Trend Nacktbilder zu schicken.
drei Weiber haben es gemacht. Also drei, von denen man es weiß. Naja, die heutige Jugend, na, meine Freunde. Die sind ja alle anständig und die suchen ja einen anständigen Mann, der die Frauen behandelt. Also immer nur gut behandelt und auf die inneren Werte achtet. Deswegen schicken die auch dann Nacktbilder rum, damit man genau diese Männer findet. Ich verstehe Frauen sowieso, also sind ja dann keine Frauen. Aber sagen wir mal Weiber. Bitches and shit, ich verstehe die einfach nicht. Weißt du, die sagen dann, weißt du, erstmal, dann laufen die damit, keine Ahnung, sag ich mal, Hotpants oder so eine Scheiße rum, ne? Ist mir auch scheißegal, können die ja gern machen. Aber dann so eine Kacke zu labern wie, ja, gucken wir doch nicht da und dahin oder so. Ja, Männer sind ja alles, die alles dasselbe hier. Achten nur aufs Äußere. Weißt du, wenn die doch sonst anderes nichts bieten. Und wenn ich irgendwie durch die Stadt laufe und dann sehe ich irgend so eine Fotze, dann sage ich dann nicht, oh, die hat einen guten Charakter. Weißt du, ich bin doch nicht behindert, wo soll ich das denn wissen? Bin ich irgendwie so Benjamin Button und keine Ahnung. Und sterbe in einem Orgasmus oder so. Stimmt, wie stirbt denn der dann eigentlich? Dann sperr mir? Und dann geht es wieder in den Penis von dem Vater rein. Das wäre irgendwie ekelhaft. Naja, anderes Thema. Keine Ahnung. Es ist immer wieder seltsam. Ach, das war so stark von wem auch immer. Warum? So. Welcher? Gullivers Reisen, also. Hab ich nie geguckt. Weil ich mag den Schauspieler nicht. Jack Black. Der fuckt mich voll ab. Der Fette, ne? Ja, dieser kleine Spasti, der irgendwie immer auf Koks ist oder so. Komm, Shakiri. Jo, schade. Jack Black, Alter, voller Hurensohn. Ich mag den nicht so. Jack Black. Gulliver? Ich glaube, das Beste war einfach noch in der Schulzeit, als ich eine gewisse Person, ich möchte hier in den Videos gar keine Namen nennen, weil sowas ist ja, sowas macht man ja nicht, das ist ja strafbar, ich einfach mal, keine Ahnung, was ihn dazu verleitet hat, irgendwie einfach mal die Uhr mit seinem scheiß Kopf kaputt zu machen. Es könnte sogar sein, dass diese Person zuguckt, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er sich FIFA-Videos anguckt. Glaube ich jetzt weniger. Ja, Simulation. Weiß nicht, diese Person, dessen Namen ich nicht mehr nennen möchte, ist jetzt nicht so der Fußballfan, glaube ich. Es gibt ja auch so Mario-Baseball-Spiel, ne? Das ist, glaube ich, voll kacke. Ich könnte mir niemals so ein Videospiel über Baseball vorstellen. Das ist doch irgendwie voll langweilig. Oder Golfen oder so. Wer holt sich das denn jetzt, mal ehrlich? Auch wenn du Golf magst. Wer holt sich denn Tiger Woods? Ich fick alle Schlampen in den Arsch. Während ich, glaube ich, eine Frau hab oder so. Hatte der nicht dabei irgendwie so? Ja. Bester Mann, Alter. Aber ich will gar nicht wissen, wie scheiße viel Kohle der hat, ne, ohne Fun jetzt. Mit Golf machst du so kacke viel Geld und der hat auch irgendwie, glaube ich, gar keinen. Also ich verfolge jetzt Golf nicht so. Kann sein, dass ich da irgendwelche Fehlinformationen gebe, aber ist mir eigentlich auch scheißegal. Weil der hat ja irgendwie, glaube ich, jetzt nicht so die größte Konkurrenz. Der nimmt ja da irgendwie alle im Golfen. Oh, jetzt ist es in Deutschland insgesamt mit PGA Tour. Ja? Ich finde es, dass die jetzt die normale Waffe halt irgendein deutscher... Irgendwie, ich weiß, so. Großen Turnier gewonnen ist jetzt auch. Ja, kann sein. Ja, da. So krass. Aber auch Boxen, da kriegst du auch richtig viel Geld. Also der Klitschko oder so, ne? Da kriegst du auch richtig viel Kohle für so einen Kampf, ey. Richtig unmenschlich. Und was bekomme ich? Taschengeld. Naja, Wald verdient ja auch Geld, aber trotzdem keine irgendwie 10 Millionen oder so eine Kacke. Wer aber mal was.
Ja, warum gehe ich hier? Auswechseln. Oder einwechseln. Ich wechsle sowieso irgendwie fast nie irgendwie Spieler im Ultimate Team. Weiß nicht. Hab keinen Bock drauf. Shaqiri. Shaqiri. Och. Fuck, schade. Stimmt, es steht noch 0 zu 0. Irgendwie läuft das Spiel so voll an mir vorbei. Ich laber einfach so drauf los. Über Gott und die Welt. Aber solange wir nicht hinten liegen, geht es ja eigentlich auch noch. Jetzt wäre so typisch, wenn er jetzt ein Tor schießt oder so. Ich glaube, die nervigsten Fliegen, die ich je gesehen habe, waren die, die bei Marco im Zimmer waren. Die haben sich da, ich weiß nicht, die mochten, ich weiß nicht, ob die irgendwie so Geld von uns haben wollten oder so, haben uns ausgeraubt oder so eine Scheiße, die waren die ganze Zeit bei uns so am Chillen. Wir haben immer da, wo wir waren. Also, das hört sich jetzt irgendwie so an, irgendwie komisch an. Also, wir haben halt eben bei ihm auf dem Bett, hat eben so gechillt. Das hört sich auch wieder komisch an. Und die haben uns so die ganze Zeit so abgefuckt. Ich hasse Fliegen einfach, ich verstehe sie nicht. Oder auch Markus' scheiß Katze. Also, ich mag eigentlich seine Katze, die ist auch ganz cool und so, aber morgens einfach, wenn die im Zimmer ist, die will dann raus oder sowas. Und man weiß gar nicht, was sie möchte. Oder die liegt einfach so unter dem Bett. Dann fängt die an zu miauen, aber durchgehend. Und du wirst irgendwie so wach, bist aber noch im Halbschlaf, deswegen checkst du gar nicht, was da abgeht. Du denkst, du bildest ja dieses Miauen irgendwie so ein bisschen ein. Und das hat so abgefuckt und da bin ich einfach fast ausgerastet, ey. Das war so schlimm. Und jetzt hat der Gegner natürlich ein Tor geschossen. Das war natürlich grandios. Okay, komm, jetzt versuche ich mich mal ein bisschen hier aufs Spiel zu konzentrieren. Oh, das war aber auch stark gemacht von Form. War durch die Beine. Oh, das war ja gut. Ja, der macht Sex mit Katzen. Der hat jetzt Sex. Was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, ist, warum das so unbedingt so schlimm ist, wenn in Videospielen in Deutschland Hakenkreuze zu sehen sind. Wer fühlt sich denn dann angegriffen? Sagen dann irgendwie die Juden oder so, oh nein. Jetzt kommt Hitler und vergaß uns wieder alle. Also was? Nur weil da in einem Spiel Hakenkreuze sind. Jetzt ganz ehrlich, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe Deutschland generell bei manchen Sachen nicht so ganz, aber. Es soll einen Tag geben, wo die Frauen einen Tag lang nackt rumlaufen müssen. Aber Aber nicht alle. nur die Dummen. Wenn es das gibt, Alter, dann. Und deswegen gehe ich gern zur Schule manchmal. Dann fick ich die alle. So ein Tag, muss einfach nach Indien gehen, da darfst du anscheinend sowieso vergewaltigen. Der Polizeichef toleriert das ja da irgendwie. Was? Ach Gott, was? Ach Gott, Alter. Ja, jetzt nicht Melina oder so. Chiara, die, ja, okay. Die Börder, die alle. Frau Bösch? Ja. Latte! Wir hätten sogar in den letzten Jahren ein paar geile Lehrerinnen bekommen. Aber natürlich alle nicht für unsere Klasse. Wir hätten die alten scheißfetten Fotzen, Alter. Die ganze Bande hatten wir, Alter. Die ganzen Fetten von der Tankstelle, Alter. Die ja noch alle scheiße waren, weißt du. Diese eine, die meinte, ich komme in die Hölle. Religionsunterricht. Ich weiß nicht warum, ich habe nicht mal irgendwas Schlimmes gesagt. Weißt du, bei der war, bin ich, weiß gar nicht, ob ich das, die Story schon. Ja, komm, hau halt eben noch mehr Tore rein. Ich weiß nicht, ob das schon mal erzählt habe. Aber irgendwie, bin ich immer ganz knapp an der 5 vorbeigekommen, immer so eine 4 minus, 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 minus. Und dann jetzt die letzten Jahre, wo wir die neue Lehrerin bekommen hatten, immer 1. Lag aber nicht am Lehrer. Ich bin einfach von der knapp 5 auf eine 1 so gegangen, weil ich dann einfach besser geworden bin. Das liegt ja nie an den Lehrern. Nee, nee. Ich hasse das, wenn das Eltern oder so sagen, ne? Das kann gar nicht an den Lehrern liegen. Nee, nee, das geht gar nicht. Weil Lehrer, es gibt ja nicht irgendwie manche, die einfach die unsympathischsten Hurensöhne sind, die es irgendwie gibt. Salatsam, salatsam ist das doch alles. Och Gott, ich bin so scheiße. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin nur in so einem.
Ich habe eine Lederkappe auf dem Kopf, ich bin behindert. Ich wette, Pilot ist irgendwie so voll der langweilige Job. Weil man fliegt ja mittlerweile fast gar nicht mehr selber als Pilot. Man ist ja eigentlich nur noch so für einen Notfall quasi da. Eigentlich macht man fast gar nichts mehr selber. Muss doch nicht mal, glaube ich, selber landen, muss man, glaube ich, noch nicht mehr wirklich. Dann weißt du, dann fliegst du so das Flugzeug, kommst an, musst wieder zurückfliegen. Dann fliegst du was anderes, irgendwann holst du die dann wieder ab. So, keine Ahnung, so voll kacke. Fliegst immer so ganz alleine da vorne, aber nichts ist so langweilig wie KVB-Fahrer oder so eine Scheiße. Erstmal sind das die größten Hurensöhne. Ja, dürfte ich vielleicht noch mit rein? Ne? Sagt einfach nö. Obwohl die Bahn noch am Stehen war und der außerhalb der Bahn stand und noch einer am Rauchen oder so war. Weißt du? So ein Lappen. Nee, das war, ich stand da nur mit dabei zu dem Julian. Der ist so gerannt, die Türen waren aber dann schon zu, steht er da. Ja, Entschuldigung, können Sie nochmal die Tür aufmachen und mich reinlassen? Der guckt ihn so an. Nö. Wirft die Zigarette weg, geht so in die Bahn und fährt los. Er hätte ja nicht einfach ganz kurz diesen Knopf drücken können, ihn reinlassen können. Nee, das geht eigentlich gar nicht. Boah, weißt du, ganz ehrlich. Am Anfang regt man sich dann darüber auf, aber dann denke ich mir, na, der hat sowieso ein scheiß Leben, dann lass ihn doch diesen einen Triumph. Ja, manchmal sind die auch drauf. Das ist ein Trend. Cold Water Challenge und Barfuß in der Bahn. Cold Water Challenge, das machen auch nur die fetten Spasten und Kacklappen irgendwie. Cold Water Challenge. Boah, was mache ich denn hier eigentlich? Ich spiele hier wie der letzte Lumpen. Oh, das war. Da hat sich der Wurm wieder gut positioniert. Ist gar nicht irgendwo nach Istanbul oder so eine Scheiße gelaufen. Ich hätte gar keinen Bock, eine Frau irgendwie in so strengen, muslimisch-gläubigen Ländern zu sein. Ist doch voll scheiße. Ganz ehrlich, musst du da erstmal mit so schwarzen Gewändern da irgendwie da rumlaufen, das wahrscheinlich keine Ahnung, wie scheiße heiß ist. Und du hast doch sowieso irgendwie keine Rechte oder so. Keine Ahnung. Aber noch schlimmer als Indien. Indien ist das Schlimmste, was du machst, als du geboren bist. Lieber verhungern, als Frau in Indien geboren zu werden. Ach Gott. Indien ist sowieso das größte Scheißland. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber das ist das größte Kack-Indien. Weißt du, allein schon, wenn man Kühe anbetet, dann merkt man doch schon, dass sie irgendwie behindert sind oder so. Dass irgendwie ein Chromosom fehlt. Die beten einfach mal eine scheiß Kühe an. Warum sind die Kühe heilig? Die scheißen rum, machen Milch. Ich kann ihnen auch gern Milch ins Gesicht spritzen, wenn die das unbedingt wollen, Alter. Können die mich anbeten. Naja, ist ja auch egal, das ist wieder ein anderes Thema. Ah, 4-0 einfach mal verloren. Aber ich habe auch irgendwie gar nicht aufs Spiel geachtet, war mir irgendwie voll scheißegal gerade. Ich weiß nicht, das war irgendwie. Man kann es ja nicht wegdrücken, aber trotzdem drücke ich immer weiter, bis man es eh man kann und dann freue ich mich oder so. Ich mache noch das Pack auf, deswegen bist du noch so. Nicht. Ja. Und natürlich die 400 Trostmünzen, weil ich herausgeflogen bin. Jetzt geht es mir viel besser durch diese Münzen. Aber ich glaube, es könnte sogar genug Kohle für den 5000er, ja, ist das auch. Das heißt, wir können danach noch ein 5000er Pack aufmachen. Das wird eine coole Sache auf jeden Fall. Erst als Einspielerset, was haben wir denn da für einen schönen Mann drin? Komm, zeig's mir, ich überspring's einfach, weil es wird sowieso noch ein Kacklappen sein. Und, ach, Valencia geht doch eigentlich, aber trotzdem kann ich um den eigentlich fast gar kein Team bauen, weil ich nicht genug Spieler dafür habe aus dieser, ja. Aus diesem Kontinent, Hurensohn-Ding. Ich komme gerade nicht auf den Namen. So, jetzt der Ronny ist ja. Der Ronny ist da. Ich kann ihn riechen. Ich kann ihn riechen, Alter. Ich lasse einfach mal laufen. Kurz vor Dings aufploppen, drück weg. Weil das hat nämlich so viel gebracht, nämlich gar nichts. Den werde ich zwar nie benutzen, nehme ich trotzdem mal mit. Ich sag scheiße.
bin ein guter Innenverteidiger. Juhu. Ich fand, das hat sich echt gelohnt, dieses Pack jetzt aufzumachen. Auch noch zwei langweilige Scheißtrikots. Ah ja, stimmt, das Goldset haben wir auch noch. Mensch, Mensch, Mensch. Das hat so viel gebracht, dieses Pack. Hätte auch irgendwie für einen Cent auf eBay verkaufen können oder so, dann hätte ich den wegwerfen können, hat mehr gebracht als die Lappen da gerade. Isotonisch. Fliege. Da muss ich jetzt 60 Tonnen drauf abstellen. Och, Kilos, Kilos. Da wird sowieso noch mehr Scheiße drin sein. Da ist immer der, ich weiß nicht, da kannst du gar keinen guten Spieler drin ziehen. Das geht gar nicht. Stimmt, haben Fliegen eigentlich einen Schwanz? Ficken, wie ficken? Die sind wie... Die haben 10 Augen. Die haben ein bisschen mehr als 10 Augen. Ja, 76er bewertet er. Da, ganz... Guck mal, was ein cooles Fact. Da sind voll die Gewinnertypen drin. Aus Holland war es, da meint der neben so. Das hab ich jetzt so gesagt, so, ja, wir haben jetzt keinen Bock, ne? Gott. Das nehmen wir auch einfach mal mit. Gibst du 3 Euro, ja, dann wird einfach klar. Ja, das soll es auch wieder mal für heute gewesen sein. War jetzt eine Scheißfolge irgendwie, aber passiert ja auch mal, ne? Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Bedanke mich auch fürs Zusehen und bis dann.